Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin's, Nell. Heute nehme ich dich mit nach Berlin. Und immer, wenn ich in Berlin bin, fühle ich mich wie eine Landpomeranze. Es ist alles so groß und ich bin total durcheinander. So viele Menschen, ich weiß gar nicht, wohin. Und dabei komme ich selbst aus einer großen Stadt. Naja, egal. Deswegen sind die meisten Aufnahmen in diesem Format und ich bin mir nicht sicher, ob ich das im Nachhinein ändern kann. Falls ja, wäre es super, wenn du mir das unten in die Kommentare schreibst. Falls nicht, excuse moi, ich habe keine Ahnung, das wird jetzt so sein. Ich hoffe, du kannst damit leben. Ich schon, weil ich möchte diese Erinnerung mit dir teilen. Ich war bei Christian Dior im KDW, habe richtig schön geshoppt, wurde wirklich verwöhnt und alles erzähle ich in einem extra Video, denn heute soll es um das Hotel Adlon Kempinski in Berlin gehen. Dort habe ich mich erholt und ich beginne die Aufnahme mit dem schönen Champagner und den wundervollen Fahrstuhl, den ich dort gesehen habe. Das erinnert mich wirklich an die alten goldenen Zeiten und das ist wunderschön. Das möchte ich nie vergessen und mir vielleicht irgendwann mal wieder gönnen. Und so sieht mein Zimmer aus. Das ist mein Schmuck. Es ist jetzt nicht ordentlich, weil ich gerade am Auspacken war. Und dann dachte ich mir, oh, ich muss noch ein paar Aufnahmen starten, damit ich das habe und dir zeigen kann, wie hübsch sein Zimmer ist und wie toll dieser Aufenthalt in diesem Hotel ist. Weil mein Zimmer um 15 Uhr, das ist die Check-in-Zeit, noch nicht fertig war, habe ich sofort Champagner bekommen und noch andere Kleinigkeiten, damit die Wartezeit nicht zu lang ist. Nach ungefähr 15, 20 Minuten wurde mir gesagt, dass ich das Zimmer nicht erhalten könne, weil es einfach nicht vorzeigbar ist nach dem letzten Gast, was ich echt schrecklich finde. Also nicht die Wartezeit, sondern was die Leute in Hotels so treiben, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich wurde geupdatet und hatte ein schöneres Zimmer bekommen, als ich bestellt und bezahlt habe. Deswegen ist es riesengroß, gigantisch mit einem schönen Blick auf die Straßen von Berlin. Und obwohl ich direkt im Zentrum bin und es eigentlich sehr laut sein sollte, sind die Zimmer sehr ruhig und leise. Ich höre nichts. Ich habe wunderschöne Pralinen bekommen. Und ich werde dir nicht zeigen, wie ich die gegessen habe. Das ist für menschliche Augen nicht geeignet, wie ich mit Zucker kooperiere. Das wäre ein Horrorfilm. Aber sie waren sehr, sehr lecker und ich habe mich total gefreut, sie zu bekommen. Es gibt ein Wasser gratis, Teebeutel, Espresso-Caps, es gibt diverse Pflegeprodukte aus dem Hause Salvatore Ferragamo, was ich sehr mag und irgendwie, das wird nicht so gehypt, was ich echt schade finde. Das sind schöne Taschen, Kleidungsstücke und Pflegeprodukte aus dieser Firma, kommt sehr exklusiv. Hier siehst du meinen begehbaren Kleiderschrank in dem Hotelzimmer, da habe ich schon ein paar Sachen aufgehangen. Ich bin eigentlich schon jemand, der das sofort erledigt. Das ist wirklich gigantisch, finde ich, für ein Hotelzimmer. Und sehr schön, ich habe mich riesig gefreut. Der Thronsaal ist separat vom großen Badezimmer und die Dior-Tüte, die du gesehen hast, neben diesem wunderschönen Dior-Pulli, was drin ist, zeige ich dir, wie gesagt, in einem separaten Video. Ich finde das so praktisch, dass wirklich dieses kleine Badezimmer von dem großen getrennt ist. Es ist alles wirklich luxuriös. Klassisch elegante Einrichtungsstil, in dem Braun, Beige und Schwarztöne dominieren. So 20er, 30er Jahresteil mit modernster Technik. Als ich die ganzen Lichtschalter, die ich dir gerade gezeigt habe, ausgemacht habe, habe ich mich nicht mehr zurechtgefunden. Ganz vergessen, dass in der Schublade gleich neben dem Bett auch diese Fernbedienung für die Lichtschalter im Zimmer drin ist und habe erstmal mit meiner Handytaschenlampe mich zurechtgefunden. Abenteuerlustig, wie ich bin. Und hier siehst du das große Badezimmer mit den tollen Pflegeprodukten aus dem Hause Ferragamo. Eine schöne geräumige Badewanne. Ich mag diese Wasserhähne so. Eine schöne Dusche, in der man sich auch hinsetzen kann. Also wirklich sehr, sehr gemütlich, gut durchdacht. Ein Föhn ist auch dabei. Das heißt, ich habe auch keinen mitgenommen. Ich versuche immer Gepäck zu sparen, weil ich verreise immer am liebsten mit meinem kleinen Louis Vuitton-Koffer und da passt alles rein, was ich brauche. Ich kann mich sehr, sehr gut reduzieren beim Einpacken. Die Handtücher waren weich, aber nicht so flauschig, wie ich sie mir wünsche. Aber ich muss sagen, diesen Anspruch erfüllt kein Handtuch. Also so weich, wie ich sie möchte, da habe ich bis jetzt nur einen einzigen gefunden. Aber ich wollte auch irgendwann mein Video über Handtücher und Luxushandtücher drehen. Hier siehst du echt, das finde ich auch so eine schöne Idee und überlege das bei mir auch zu machen, eine Dusche, in die ich mich hinsetzen kann. Ich finde das so praktisch, gerade wenn man älter wird und ich habe vor, wirklich alt zu werden, ist es doch praktisch, dass man noch in der Dusche sich sagt, ich kann mich auch kurz hinsetzen. Finde ich super. Also insgesamt muss ich sagen, bin ich mit meinem Hotelzimmer im Adlon Kempinski in Berlin sehr zufrieden. Es gefällt mir total gut und ich fühle mich auch sehr, sehr gut und sehr willkommen in dem Hotel, auch durch das Personal begleitet natürlich. Was sagst du eigentlich zu meinem Zimmer? Wie findest du es? Ach, die schönen Puschen, die nehme ich auch immer mit, weil mein Bruder liebt Hotelpuschen als Hausschuhe. Das ist immer ein schönes Mitbringsel für ihn. Der freut sich darüber und ich freue mich mit. Und die sind richtig gut im Kempinski. Wir waren ganz viel unterwegs in Berlin, auf dem Weihnachtsmarkt und bei Kriegler habe ich ganz viele Düfte getestet. Es war so ein super netter Verkäufer, der wirklich alles erzählt hat, die gesamte Geschichte zu allen Stars, zu allen Düften und die rochen unglaublich gut und extremst
lange, aber dazu drehe ich auch irgendwann mal ein Video, falls ich mir da doch was kaufe. Also insgesamt muss ich sagen, war es ein sehr erholsames und wunderschönes, traumhaftes Wochenende im Kempinski Hotel. Ich habe da auch in der Elefantenbar Cocktails getrunken mit ein paar Leuten und habe die Weihnachtsdeko sehr genossen, die wirklich wunderschön ist. Das ganze Ambiente war wirklich erhaben und bewegend und die ganze Geschichte darüber, es war einfach unglaublich schön. Zu dem Essen und Getränken kann ich einfach sagen, nur Delikatessen. Miami. Alles natürlich viel zu teuer, aber wenn du es dir leisten kannst, empfehle ich es dir trotzdem, das zu genießen, sich darauf einzulassen. Gerade das Frühstück und die heiße Schokolade ist die beste, die ich je in meinem Leben getrunken habe. Die gibt es nur bei Kempinski, soweit ich weiß. Und alles Gute geht irgendwann mal zu Ende. Und zum Abschied habe ich auch ein bisschen Champagner bekommen. Das war auch toll. Als Hotelgast habe ich mich wirklich sehr willkommen und gut behandelt gefühlt. Natürlich habe ich auch die Adlon-Torte getestet, die für mich als Profi-Süßigkeiten-Esser zu mächtig war. Deswegen, wenn du sie nimmst, teile sie mit einer zweiten Person. Meine Empfehlung. Checkout ist um 12 Uhr. Natürlich war ich auch im Wellnessbereich mit Saunen, Whirlpool und Schwimmbad. Da habe ich natürlich keine Aufnahmen gestartet. Es waren einige Defekte zu dem Zeitpunkt vorhanden. Das kann immer passieren. Das fand ich jetzt nicht melodramatisch. Es war insgesamt ein wunderschönes Wochenende und ich würde das jederzeit wieder wiederholen und jedem empfehlen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie eine Prinzessin, habe wunderschöne Erlebnisse und Erinnerungen, die ich für immer behalten werde. Und das Upgrade war natürlich auch toll. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Danke für deinen Besuch. Hab noch einen wunderschönen Tag und bis bald.